Ja, herzlich willkommen zu den Grazer Linux-Tagen. Wir von der Infonova, also das ist der Ritchie und ich bin der Herbert. Wir arbeiten bei der Infonova, sind heute da und freuen uns, dass wir den Vortrag halten dürfen. Wir reden über die R6 REST API Journey. Ist es okay, wenn wir auf Deutsch reden oder sollen wir auf Englisch reden? Wer hätte es lieber auf Englisch den Talk gern? Einfach aufzeigen. Sonst hält sich in Grenzen. Auf Deutsch weiter, wenn. Okay, also. Ja, wir arbeiten beide in der Produktentwicklung bei der Infonova und ja, würden uns heute gern mit euch über diese Dinge unterhalten. Einerseits einmal, was ist die Infonova, für den, der es noch nicht kennt? Dann, was ist Infonova R6? R6 kennt man vielleicht irgendwie vom Begriff her, aber was ist jetzt Infonova R6? Dann wollen wir eigentlich in die Richtung hingehen, dass wir über RESTful APIs reden und speziell dann halt eigentlich über die neue Infonova REST API und welche Lessons learned wir gelernt haben, indem wir die alte REST API auf die neue REST API versuchen zu bringen und ja, welche unterschiedlichen Dinge wir dort halt beachten haben müssen. Da wird der Ritchie dann am ehesten drauf eingehen. Infonova, vielleicht noch ganz kurz zur Einführung, ist ein Unternehmen, das Headquarter in Graz hat. Wir sind eine 100% Tochter von der Bearing Point, haben knappe 400 Mitarbeiter in Graz. Weltweit sind es, wenn man die Bearing Point Leute mitrechnet, knappe 4000. Und wie jede andere Firma, die in dem IT-Bereich unterwegs ist, sucht mal Leute. Und natürlich ist auch Punkt, dass wir heute euch natürlich auch gerne zur Verfügung stellen, um Fragen bezüglich, keine Ahnung, Bewerbung, wenn jemand Interesse hätte, bei der Infonova zu arbeiten, zu beantworten. Und andererseits hat ein bisschen Interesse zu schaffen, vielleicht sich irgendwann einmal die Infonova anzuschauen, wenn es wieder mal heißt, ich bin bereit für irgendeine neue Aufgabe. Es gibt einen Firmenstand da draußen. Genau, das ist vielleicht auch noch zu erwähnen. Unabhängig von uns gibt es natürlich zwei Kollegen, die ja draußen beim Firmenstand sind und die freuen sich ja auf Fragen und würden euch auch die Antworten geben auf die Fragen. Also die drei großen Bereiche von der Infonova, die es halt derzeit in Graz gibt, sind Infonova R6, das ist der Bereich, wo wir tätig sind. Da geht es um die gesamte Produktentwicklung, ums Testen, eigentlich um das Infonova alles was mit Infonova R6 zu tun hat. Dann gibt es noch den Solution und Advisory Bereich, das ist eigentlich der Consulting Bereich, wo Projektentwicklung passiert für unterschiedlichste Kunden. Und der dritte Bereich ist dann Support und Support Services oder Operations und Support Services, wo es darum geht, Basisinfrastruktur für Kunden und auch für uns intern zur Verfügung zu stellen. Das heißt von Mail, von Internetanbindung, also von dem gesamten Stack weg. Ja, wir arbeiten stark mit Scrum, neben Kanban und dem Wasserfallmodell natürlich auch, aber je nachdem, primär in R6 verwendet man Scrum, um die Software zu entwickeln. Wir versuchen, wo es geht, State-of-the-Art-Technologie zu verwenden, da seien wir stark irgendwie auch drinnen. Wir arbeiten primär im Innovationsteam bei der Infonova und beschäftigen uns halt auch also mit der Integration von neuen Technologien, neuen Frameworks, die dann zukünftig vielleicht in das gesamte Produkt einfließen. Dann, okay, Continuous Integration, das ist jetzt eh nichts Neues, das passiert eh überall. Dann, wir haben Worldwide the Customers und in unterschiedlichen Industrien, also da zeige ich vielleicht eh kurz noch. Und die anderen drei Punkte, das habe ich gerade vorher schon erwähnt. Also unsere Kunden sind halt primär Kunden aus dem Telekommunikationssektor, also BT, die British Telecom, dann die Telekom Austria, Telekom Austria ist jetzt A1, eher ist die irische Telekom, das sind eher große multinationale Konzerne, die halt Basisinfrastruktur und auch also Internet und verschiedenste Dienstleistungen anbieten. Die Menschen Data, die sind Cloud-Service-Anbieter. Oder das ist sozusagen Telekommunikationsbereich, dann gibt es noch einen Media-Bereich, wo HD Plus zum Beispiel als großes Plattform für ja, HD-Medien auftritt. Und dann auch noch der Finance-Bereich, also Paybox und ein paar andere Kunden, die gerade im Bankensektor sich bewegen. Neben den Dingen gibt es natürlich unterschiedlichste Sachen. Es gibt viele Social Benefits bei der Infonova. Danke, Karl, für die Folie. Ich glaube, ich habe mal vor zwei Jahren schon einmal gesehen in der Richtung, aber es hat sich sehr bewährt. Gerade Massages gibt es zweimal die Woche. Ja, also es wird Obst zur Verfügung gestellt, es gibt Essensmarken für jeden Mitarbeiter, Fortbildung, es gibt natürlich ein Budget für jeden Mitarbeiter, das ausgeschöpft werden sollte, um auf Konferenzen zu fahren, um sich in-house und extern weiterzubilden. Und ja, Team-Events ist vollkommen klar, es gibt gratis Getränke und es wird auch
sehr viel Wert gelegt, darauf gelegt, dass man ein bisschen Ausgleich neben der Arbeit hat, also Sport. Es werden Lauftrainings jetzt zum Beispiel angeboten, es gibt ein Marathontraining jetzt für verschiedene Interessenten, zum Teil also privat organisiert, aber eigentlich für alle, die bei der Infonova mitarbeiten. Okay, ja, und wir suchen Leute, das habe ich vorher eh schon gesagt, also Infonova/Jobs, dort gibt es die aktuellen Stellenausschreibungen, aber selbst wenn jemand da nichts findet, aber trotzdem sich bewerben möchte, gibt es die Möglichkeit einer Initiativbewerbung. Also, falls jemand Interesse hat, einfach sich bei uns zu melden und wir antworten gern auf die Fragen. Das war jetzt irgendwie der offizielle Teil, jetzt würde ich eher auf kurz Infonova R6 eingehen. Was ist das überhaupt, von was sprechen wir dort und für was brauchen wir dort im API? Also R6 ist eine Business-to-Business-Software, das heißt, wir ermöglichen unseren Kunden von dem gesamten Business-Prozess abzubilden. Das heißt, von der Konfiguration der Produkte über das Verwalten oder das Managen von Customers, über das Verwalten und Managen von den ganzen Orders. Das heißt, wenn ich bei einem Telekommunikationsunternehmen eine Internetverbindung bestelle, dann passiert da drinnen relativ viel. Das heißt, da werden Logistiker angebunden, die Logistiker müssen die Hardware ausliefern, die müssen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein, um das Ganze zu installieren. Und solche Dinge können wir in R6 konfigurieren und also auch mit anderen Systemen sprechen, um das Ganze dann abbilden zu können. Dann natürlich Billing und Finance, das heißt Verrechnung von den ganzen Services, die dort angeboten, die unsere Kunden über unsere Plattform anbieten, und Finance ist halt die Integration in Enterprise, also Finanzsoftware oder CRM-Systeme wie SAP oder irgendwelche anderen. Also bei all diesen Punkten gibt es Integrationspunkte, und für diese Integrationspunkte haben wir früher eine rudimentäre API gehabt, in Zukunft wollen wir eigentlich das alles über die API abbilden können. Also vielleicht noch ganz kurz, R6, bei R6 spricht man von solchen Tenants. Tenants sind nichts anderes wie Mandata oder so eine Business-Entität. Das könnte jetzt eine A1 sein zum Beispiel oder eine British Telecom. Die hat halt interne Services, die sie anbieten. Typischerweise kaufen solche Firmen auch externe Services zu und haben die Möglichkeit, in R6 das Ganze zu konfigurieren und selbst wieder weiter zu verkaufen an entweder Retail-Kunden oder an den Großhandel sozusagen, dass andere dieses Paket wieder hernehmen und selbst ein Paket draus schnüren, um das wieder weiter zu verkaufen. Also relativ simpel in dem Sinn. Man hat natürlich nicht nur einen Tenant, sondern auf dieser Plattform hat man mehrere Tenants und die interagieren untereinander. Das heißt, R6 ermöglicht es und wir entwickeln die Features, dass R6 das ermöglicht. Das andere vielleicht noch ganz, es ist sehr viel drauf, aber da sieht man, das ist die REST API, Java EE ist nicht mehr wirklich aktuell, das ist eher alte Folie. Aber es gibt auf jeden Fall überall in diesem ganzen Ökosystem von R6 gibt es Anknüpfungspunkte mit externen Systemen oder mit Integratoren, die sozusagen diese externen Systeme integrieren müssen, um mit R6 sprechen zu können. Und dafür gilt es jetzt, eine API zu bauen, die möglichst zukunftssicher ist, die möglichst gleich verwendbar ist, und der Richie wird dann später auf das genauer noch eingehen. Okay, vielleicht noch RESTful APIs. REST hat sicher jeder schon gehört von euch und vermutlich auch damit gearbeitet. Also das wurde von Roy Fielding in seiner Dissertation 2000 das Konzept entwickelt, beziehungsweise mal vorgestellt. Das ist eine Abkürzung für Representational State Transfer, und es geht eigentlich darum, verteilte Systeme möglichst voneinander zu entkoppeln und einerseits verschiedene Dinge zu ermöglichen, wie dass man eine Client-Server-Architektur hat, beziehungsweise ist es auch wichtig für eine RESTful-Architektur. Ich muss sicherstellen, dass ich einen Client habe und einen Server und die voneinander möglichst entkoppelt sind. Und das schaffe ich durch eine REST-API, beziehungsweise eine RESTful-API. Das sind so formale Constraints, die der Herr Fielding aufgestellt hat. Wenn die erfüllt sind, dann kann man eher davon sprechen, dass das RESTful API ist. Das heißt, Statelessness ist gerade schwierig, wenn man irgendwie Authentifizierung oder Autorisierung im Hinterkopf hat, weil Statelessness bedeutet eigentlich, dass der Client komplett stateless mit dem Server kommunizieren kann. Das heißt, ich habe meine gesamte Identitätsinformation am Client, ich habe meine ganzen Rollen oder meine Autorisierungsinformation am Client, und das ist gerade ein Thema Authentifizierung ein relativ großes Problem, oder ist es kein Problem, es gibt schon Lösungen wie OAuth dafür, aber die sind da gar nicht wirklich ausgegoren noch. Sie werden halt verwendet überall. Dann Cacheable, also bei dem Begriff Cacheable geht es darum, dass
einerseits serverseitig bestimmte Dinge gecached werden können, andererseits clientseitig. Und wenn ihr einen Request hinschickt zum Server und dieser Request cacheable ist, dann soll ich die gecachte Variante bekommen oder erstens gar nichts hinschicken müssen, weil ich nur weiß, okay, ich habe die Daten noch so, wie ich sie eigentlich brauche, weil ich sie lokal gecached habe. Layered heißt einfach, dass ich wieder sozusagen einen Server und einen Client habe und der Client, der diesen Server anspricht, der muss nicht wissen, wie im Hintergrund die Datenbank gestaltet ist, beziehungsweise welche Systeme am Server noch da sind, um die Daten zu persistieren. Das heißt, es ist so ein Layered Approach. Es wird halt, das ist der Backend-System, das gibt es da vorne eine API, das wird einfach abstrahiert. Code on Demand, das ist nichts anderes wie clientseitige Ausführung von JavaScript zum Beispiel. Das ist irgendwie das Beispiel für Code on Demand. Und ein weiteres Constraint ist ein Uniform Interface. Und Uniform Interface ist einfach eine klar strukturierte API, die möglichst ja, Sinn ergibt für den, der sie verwendet. Das heißt, ich habe definierte Ressourcen, ich habe definierte URIs, die konsistent sind, ich habe definierte Aktionen oder wenn man es über HTTP macht, sind halt verschiedene Verbs, die verwendet werden, um diese HTTP-Request hinschicken. Wenn ihr GET macht, dann rufe ich nur Dinge ab, ich ändere nichts, wenn ihr GET macht beispielsweise. Wenn ihr einen HTTP-Post-Request macht, dann erstelle ich dort was Neues. Oder wenn ihr PUT macht oder DELETE, beim DELETE lösche ich Dinge. Und diese Dinge konsistent auf der API, an der API zu halten, das gilt es dann auch. Es gibt dann noch das Richardson Maturity Model, das sozusagen vom Herrn Richardson entwickelt wurde, um zu sagen, in welcher dieser Ebenen, in welcher dieser Levels bin ich denn mit meinem System? Wenn ich im Level 0 bin, da habe ich eigentlich nur einen Endpoint, wie beim SOAP Endpoint, wo ich alles hinschicke dorthin und der handelt, egal welche Funktionalität jetzt dadurch ausgeführt wird. Das heißt, da spricht der Herr Richardson vom Level 0, das ist restless im Endeffekt. Beim Level 1 kommen zusätzlich zu diesem Endpoint, also dieser Endpoint wird aufgesplittet in unterschiedliche Ressourcen, die Sinn ergeben und somit erreiche ich sozusagen so ein Divide and Conquer von unterschiedlichsten Funktionalitäten, die ich über diese Ressourcen dann zur Verfügung stellen kann. Dass ich eine Liste von Produkten abrufen kann, dass ich eine Liste von Offers abrufen kann, dass ich neue Offers anlegen kann und so weiter. Wenn das Offer wäre zum Beispiel eine eigene Ressource oder das Produkt ist eine eigene Ressource und das ermöglicht mir das dann auch in weiterer Hinsicht besser zu skalieren, wie wenn ich jetzt nur einen Endpunkt habe, der heißt R6 API oder /Endpoint und dort muss ich alles hinschicken und dort dann handeln. Dann Level 2, da geht es darum, dass zusätzlich zu den Ressourcen, die ich jetzt habe, konsistent darauf geachtet wird, dass ich HTTP-Verbs, wenn ich die RESTful API anspreche, einhalte. Das heißt, gibt es natürlich die unterschiedlichsten, so wie ein GET-Request. Also bei einem GET-Request rufe ich, wie vorher schon gesagt, nur Dinge ab, ich ändere nichts. Wenn ich einen GET-Request hinschicke, kann ich davon ausgehen, dass am System sich nichts ändert, sondern ich nur Informationen zurückbekomme. Dann gibt es einen POST-Request, wo ich neue Dinge anlege, also dann an PUT-Request, an die unterschiedlichsten HTTP-Verbs, also Options für irgendwelche Metadatenveränderungen und so weiter. Also wenn sowas etabliert wurde in der API, dann ist diese API sozusagen nach dem Richardson auf Level 2. Und dem Level 3, das ist dann das letzte Level, das er so definiert hat, da geht es um diese HTOS, ich kann mir das nie merken und ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Also das ist Hypermedia Hypermedia as the engine of application state, so heißt es, genau. Eigentlich geht es darum, dass ich über mein REST API verschiedene Möglichkeiten habe, weiter zu navigieren. Also wenn ich sage, gib mir alle Liste der Produkte, dann habe ich dort entweder eine Pagination drin, wo ich dann unten sozusagen einen Link habe auf die nächste Page, die ich aufrufen kann mit den nächsten Ergebnissen. Es geht darum, dort eine Discoverability zu ermöglichen, an der API, was natürlich oft schwierig ist. Es ist zwar ein netter Vorschlag, aber ich kenne irgendwie keinen, der das wirklich umgesetzt hat in dem Sinn. Das heißt, theoretisch könnte man auch einen Client automatisch, also sozusagen die Kommunikation des Clients mit dem Server automatisch generieren lassen, wenn er dieses HTOS im Prinzip erfüllt, was aber, glaube ich, nicht immer so leicht verfolgbar ist. Ja, und jetzt wird eh schon der Richie weitermachen. Okay. So, nachdem wir jetzt einmal die Baseline geklärt hätten, was REST ist und was R6 ist und wahrscheinlich einen neuen Kollegen fürs Marketing gefunden haben, schauen wir uns einmal an,
welche R6-Komponenten überhaupt relevant sind für diesen Talk, beziehungsweise welche wir überhaupt anschauen müssen für die Journey. Zum einen ist es die R6 REST API, ich lasse das R6 weg, auch wenn die Marketing-Kollegen wahrscheinlich schreien werden, ist das die alte REST API, die wir als Legacy API bezeichnen und mittlerweile umfasst die aber knapp 85 verschiedene Endpoints. Damit covert sie aber noch nicht einmal ansatzweise alle Funktionalitäten, die R6 bereitstellt. Das heißt, da wird on-demand, werden Ressourcen hinzugefügt, wie es Kundenprojekte brauchen, was jetzt nicht unbedingt der optimale Flow ist, wie man solche APIs gestaltet. Der zweite Punkt, oder der zweite wichtige Punkt bei der Architektur ist das API Gateway. Das ist jetzt das neue Gateway oder der neue Endpoint. Und der wird komplett parallel zur existierenden API betrieben, bis die Migration von den bestehenden Ressourcen richtig abgeschlossen ist. Daneben gibt es noch die Frontend API. Das ist das, was wir eigentlich als derzeit Backend for Frontends Konzept verstehen würden. Das heißt, eine spezielle API, welche speziell für das Frontend die Daten aufbereitet und entsprechend bereitstellt. Das aber jetzt eher nebensächlich bei diesem Talk. Um zu verstehen, warum wir diese Journey überhaupt gemacht haben, muss man mal verstehen, was unsere Problempunkte waren bei der alten API. Die alte API ist aus einem monolithischen R6 heraus entstanden. Das heißt, man hat jede Menge Backend-Funktionalität und musste diese per HTTP, per REST verfügbar machen. Was dadurch entstanden ist, ist eine eigene REST-Applikation in Wahrheit, welche Sammelsurium von verschiedenen HTTP-Endpunkten ist, die unterschiedlichste Funktionalität in unterschiedlichster Form bereitstellen. Das resultierte dahin, dass diese eine Applikation bereits selbst nahezu ein eigenständiger Monolith geworden ist, was bei der Wartbarkeit einen deutlichen Impact gehabt hat. Das war einer der Hauptgründe, warum wir weg wollten oder weggegangen sind davon. Zum anderen, es hat bei der Kreierung von dieser Applikation kein einheitliches Versioning-Konzept gegeben. Natürlich, es wurde mitversioniert automatisch mit der R6-Version. Und wie ihr jetzt meint, es ist nicht R6, die Version, sondern wir haben eigene Versionen für das. Aber es hat kein wirkliches Konzept gegeben, wie man APIs versioniert. Das heißt, sobald eine neue Version von R6 verfügbar war, hat man automatisch die neue API verwenden müssen. Das hat keine andere Möglichkeit gegeben. Das war ein Punkt, der auch auf die Maintainability Einfluss gehabt hat. Das heißt, jedes Kundenprojekt, das irgendwie R6 verwendet hat und upgradet hat, musste auch die APIs mit upgraden und mitverwenden. Daneben gibt es auch noch ein paar Punkte beim API-Design selbst, welche nicht ganz so optimal waren, wie wir sie gerne hätten. Das eine war die Konsistenz von unseren Ressourcen. Die haben teilweise recht, nennen wir es fragwürdige Interpretationen von HTTP-Semantics gehabt. Das heißt, was für die eine Ressource ein Post war, war für die andere ein Put. Ja, kann man jetzt darüber diskutieren, wie sowas entstanden ist. Ist jetzt aber ein eigener Talk wahrscheinlich. Darüber hinaus gibt es auch ein bisschen ein Mischmasch von was für Response-Codes werden verwendet. Wird der 200er konsistent verwendet, wird 201 verwendet, 202. Das sind alles Punkte, die teilweise über die API recht inkonsistent sind. Bis zu einem gewissen Grad natürlich. Darüber hinaus, das Error-Handling ist auch ein Punkt, generell einer der schwersten Punkte im Distributed Computing und auch einer, der bei der API recht unterschiedlich gehandelt wird. Teilweise gibt es Ressourcen, die geben sehr detaillierte Messages, sodass man wirklich als Benutzer der API wissen kann, okay, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Andererseits gibt es auch wieder diese Ressourcen, die einfach sagen, ups, please contact your service administrator oder so ähnlich. Ein anderes Problem war die Dokumentation von diesen APIs. Die Dokumentation ist immer eine Form von Contract und dieser Contract gilt es zu erfüllen. Wenn dieser Contract und die tatsächliche Funktionalität auseinanderlaufen, hat man ein Riesenproblem in Wahrheit. Weil wer hat dann recht? Die Dokumentation gehört nachzuhören oder die Funktionalität gehört anpasst. Spielt natürlich auch wieder rein in dieses Versioning-Konzept, ist aber
bei der API nicht immer ganz durchgezogen wurden und es hat Fälle gegeben, da ist die Dokumentation und die Funktionalität auseinander gelaufen. Das wollen wir vermeiden oder erschweren in Wahrheit mit der neuen API. Das andere, was recht viele Verwender von der API stört, ist, dass da extreme Formen von Payloads teilweise herrschen. Also wir reden da von Payloads mit zig Verschachtelungsebenen und Größen von mehreren hundert Elementen. Das ist zum einen recht schwer wartbar, zum anderen braucht man fast schon Experten, die wissen, wie die einzelnen Elemente zusammenspielen. Und man muss wirklich aufpassen, wenn man an der dritten Ebene ein Element hinzufügt, welche anderen Ressourcen das Ganze beeinflusst, nachdem die Ressourcen untereinander sich gegen sich dieselben Modelle im Hintergrund teilen und damit dort keine Differenzen entstehen und beide Ressourcen dann dieselben Elemente wieder verwenden. Aus dem ergibt sich noch die Ziele für die neue API. Das heißt, ganz wichtig, wir wollen konsistente APIs haben. Wir wollen, dass die Endpoints sich gleich verhalten, egal welche Funktionalität sie bereitstellen. Das heißt, die Response-Codes sollen dieselben sein, das Fehler-Handling soll gleich sein, die Dokumentation soll logischerweise nicht gleich sein, aber gleich aufgebaut sein. Anderes Goal war, ein Versionierungskonzept wollten wir ganz von Anfang von dieser neuen API haben. Jetzt hatten wir die Chance, von Null anzufangen, oder quasi von Null anzufangen, und wir wollten von Anfang an ein Versionierungskonzept mit haben. Gleichzeitig wollten wir architekturell was ändern, und zwar weg von dieser großen, quasi monolithischen REST-API und in Richtung von kleineren Modulen, welche separat verwaltet, entwickelt, released und dokumentiert werden können. Der einzige Link zwischen den Ressourcen sollte nur mehr über, wenn überhaupt, über Hypermedia-Messages basieren. Daneben gibt es noch ein paar kleinere Goals, also kleiner, nicht ganz direkt mit der alten API zusammenhängend. Zum einen wollten wir mit der neuen API alle relevanten Business-Konzepte abdecken von R6, also auch diese, welche nicht von der alten API gecovert werden. Gleichzeitig haben wir auch mit der neuen API versucht, unser Mindset so hingegen zu ändern, dass wir an zwei unterschiedliche Kundengruppen denken. Zum einen haben wir die Entwickler, die ganz klar die interne Sicht auf diese APIs haben und diese Ressourcen dann entwickeln müssen. Die wollten wir eigentlich nicht damit belasten, sich jetzt wieder mit HTTP-Semantics auseinanderzusetzen. Also die müssten eigentlich nicht wissen, warum setze ich jetzt diesen Response-Code ein oder warum heißt meine Ressource jetzt so, sondern die wollten wir eher davor schonen und eher schon vorgefertigtes Framework bereitstellen, das das handelt. Zum anderen gibt es die Customer-Sicht, das ist natürlich die eigentlich relevantere für uns, weil das sind ja schließlich die Kunden, die das nachher verwenden. Und für die wollten wir eine Möglichkeit geben, dass sie uns ihre Business Cases sagen und wir die nachher entsprechend in die API integrieren können. Natürlich sollten unsere APIs auch schon vorhinein so an diese Business Cases angelehnt sein. Der andere Punkt, was vor allem für die Technology Innovation, also wo ich und der Herbert herkommen, interessant ist, dass wir die APIs bereits schon im Hintergedanken mit der Zukunft von R6 verheiraten und schon mal ein bisschen in diese Kristallkugel schauen und versuchen zu ahnen, wo sind wir in 2 Jahren und wo geht es überhaupt hin, die Reise. Also das wollten wir eben auch mit integrieren als Ziel. Genau, ein kleiner Disclaimer noch, bevor ich weiterfahre. Es gibt keine Silver Bullets da. Also das hat für uns funktioniert, weil wir das intern entsprechend abgewägt haben, diese Entscheidungen. Aber bitte nicht als allgemeingültige Lösungen verstehen jetzt. Was hat sich bei der Infrastruktur getan? Wo sind wir jetzt hingegangen? Wir haben das Ganze realisiert, indem wir, wie schon vorher gesagt, ein API-Gateway integriert haben. Basieren tut unser API-Gateway auf Spring Boot, beziehungsweise einen Embedded Servlet-Container. Das hat uns ermöglicht, wegzugehen von dieser monolithischen Applikation, und wir haben es geschafft, dadurch die Services gleichzeitig mitsamt ihren
die Ressourcen mitsamt ihren Services selbst zu releasen und zum entwickeln. Da herrscht vielleicht ein bisschen Erklärungsbedarf. Und zwar, was heißt das jetzt? Alle Endpoints, welche zum Beispiel mit einem Customer zusammenhängen, werden auch mit dieser Backend-Komponente entwickelt, die für Customer zuständig ist. Und nicht mehr in einer eigenständigen Applikation, die jedes Mal nachgezogen werden muss, wenn sich bei den Services geändert hat. Das funktioniert, indem wir unser API-Gateway mehr oder weniger als Proxy zwischen Client und Backend setzen und entsprechend nur mehr die Calls von außen nach innen in den Cluster delegieren. Wie schaut es aus mit der Dokumentation? Dokumentation war ein recht kontrovers diskutierter Punkt bei uns, vor allem wie wir es machen. Also wir hatten am Anfang recht viele Möglichkeiten, also Markdown, LaTeX, ASCII-Doc, Swagger und wie sie nicht alle heißen. Entschieden haben wir uns im Endeffekt für ASCII-Doc plus Spring REST Docs. Aus dem Grund, ASCII-Doc ermöglicht uns eine recht kompakte Dokumentation zu schreiben, in Prosa-Form. Und Spring REST Docs ermöglicht uns für diese Dokumentation valide, gültige Beispiele, Beispiel-Requests und Beispiel-Beschreibungen von dem Schema zu generieren. Das führt dazu, dass wir keine wirklichen Examples mehr haben, welche nicht mit dem tatsächlichen Code übereinstimmen. Das geht nicht, weil die Beispiele durch Unit-Test generiert werden. Und sobald ein neues Feld hinzugefügt wird, schlagt entweder der Unit-Test fehl und muss angepasst werden, oder das Feld muss wieder entfernt werden. Und mit fehlenden Unit-Tests sollte man normal nicht releasen. Ein interessanter Punkt bei uns war, warum nicht Swagger? Das ist in der Welt von REST, ist das, glaube ich, eins der kontroversesten Geschichten. Swagger ist, für die Leute, die es nicht kennen, eine Form der API-Spezifikation. Da gibt es ein File, ähnlich am, auch wenn es nicht ganz richtig ist, einem XSD-Schema, also vorgefertigtes Schema. Das fülle ich aus mit meiner API-Spezifikation und dadurch kann ich mit diversesten Swagger-Tools automatisch Clients generieren oder ich kann mir online Editoren dafür anschauen oder kann die APIs auch online ausprobieren. Warum haben wir das nicht genommen, auch wenn es so bekannt ist oder gehypt ist in Wahrheit? Swagger zeichnet sich dadurch aus, dass man damit gut URLs dokumentieren kann, API-Endpoints. So kann man nichts sagen, das macht Swagger recht gut. Das, was Swagger aber fehlt oder noch nicht ganz gut kann, ist die Dokumentation von komplexeren States in Wahrheit. Das heißt, wenn ich mir eine gesamte API betrachte, ist das nicht nur ein Sammelsurium von Endpoints, sondern meine API geht auch darüber hinaus, was passiert im Hintergrund, welche States haben die, wie hängen die einzelnen Operationen vielleicht zusammen. Das ist mehr als nur HTTP in Wahrheit, mehr als nur Ressourcen und für das hat sich Swagger jetzt nicht sehr gut geeignet bei uns. Eignen würde es sich vor allem, wenn man neu anfängt, wenn man kleinere APIs hat, bei dem man von keiner komplexen Logik ausgeht. Aber nachdem wir die Anforderungen hatten, wir hatten schon ein Backend, wir hatten schon Ressourcen und bei uns war bereits ein komplexer State vorhanden und deshalb haben wir uns dafür geeinigt, dass wir nur mit ASCII-Doc derzeit arbeiten und Swagger, nachdem es nicht wirklich im Nachhinein dagegen spricht, im späteren Verlauf vielleicht hinzufügen. So, Versioning als nächsten Punkt. Versioning da muss man sich einige Fragen stellen, was man machen will bei Versioning. Zum einen, was will man selbst versionieren? Will ich die gesamte API versionieren? Will ich einzelne Ressourcen versionieren? Bei uns war weder noch der Fall. Wir wollten eigentlich logische Module oder zusammenhängende Subset an Ressourcen zusammen versionieren. Das heißt, ich möchte meine gesamten APIs für Customer versionieren, ich möchte meine gesamten APIs für Orders zusammen versionieren. Sobald wir eine neue Version releasen von einer API, wird automatisch die vorhergehende deprecated, aber nicht entfernt. Das heißt, wir geben unseren Kundenprojekten die Chance, sobald sie auf die neue Version von R6 gehen,
beliebig zu bestimmen, wann sie auf die nächste API-Version migrieren wollen. Grundsätzlich spricht nichts dafür, den Kunden zu zwingen, abzugraden, weil er braucht vielleicht neue Features nicht und für ihn bedeutet es nachher mehr Aufwand, wenn sich diese API-Versionen gravierend ändern. Darüber hinaus haben wir beschlossen, die deprecated APIs zumindest einen Major Release lang zu supporten und danach den durchschnittlich ein Jahr bis eineinhalb. Also das ist endlich, aber doch noch ein recht langer Zeitraum. Minor Releases ungefähr alle 4 Monate. Ja, quartalsweise circa Minor Releases. Minor Releases. Ja, ja. Genau, nach dieser Zeitspanne, also sobald der Major Release fertig ist, oder so, wird der Support dafür eingestellt, das heißt, es wird keine aktive Wartung mehr vorgenommen und kann theoretisch jederzeit entfernt werden. Ist natürlich wieder nachher in den Release Notes entsprechend zu vermerken und zu kommunizieren. Grundsätzlich, was haben wir, warum oder wie versionieren wir überhaupt? Also wir haben 2 Kategorien, warum wir versionieren müssen. Das eine sind Breaking Changes und das andere sind Non-Breaking Changes. Bei Breaking Changes handelt es sich bei uns jetzt wirklich um Verhaltensänderungen in der bestehenden API beziehungsweise nicht mehr rückwärtskompatible Änderungen. Grundsätzlich, die Breaking Changes sind nur möglich, indem wir eine neue Version der API releasen. Das heißt, eine stabile Version, eine releasede Version wird nicht Breaking geändert. Mit einer Ausnahme, das ist ein Edge Case. Das andere sind Non-Breaking Changes. Non-Breaking Changes heißt bei uns wirklich, wir sind rückwärtskompatibel, das heißt, wir fügen zu einem bestehenden API-Call vielleicht nur ein neues Feld hinzu oder wir haben, was weiß ich, neue Ressourcen hinzugefügt. Das heißt, alles, was keinen bestehenden Client brechen würde. Grundsätzlich verwenden wir aber dafür... Neues Feld hinzufügen, kommt je nach Client-Implementierung darauf an, ob das dann mit uns genau. Also müsst ihr genau. Clients oder Controller oder habt ihr den Kunden gesagt, das. Ja. Das haben, also zum einen, wir haben teilweise die Clients unter Kontrolle, weil wir bieten selber ein Framework an, das das bereitstellt. Das heißt, Clients werden von unseren Integratoren auf der Office entwickelt für unsere Kunden. Das heißt, das ist eine Ebene noch dazwischen. Und wenn die das, dort können wir das auf der Ebene abfangen, bevor das dann wirklich komplett ist. Genau, also die gibt es in dem Sinn nicht so oft. Ja. Das ist aber genau. Für die es gibt, das ist kommuniziert auch. Ja. Ja. Also das ganze Ding ist dokumentiert, also zum Kommen kleiner. Und ist so kommuniziert und wenn jemand R6 verwenden will, dann muss er sich auch an das halten. Es wird mit einer gewissen Vorlaufzeit natürlich so kommuniziert, dass die das auch rechtzeitig noch ändern können. Genau. Wie versionieren wir jetzt da? Es gibt im Restumfeld mehrere Methoden, wie man sowas machen kann. Es gibt die Methode, dass man das in die URL haut, es gibt die Methode, dass man da den Accept-Header dafür verwendet oder einen eigenen Custom-Header. Es gibt noch ein paar andere. Die fragwürdige Strategie, dass man keine Versionierung verwendet, gibt es auch. Aber auf das würde ich gar nicht so eingehen. Aber Punkt ist, jede von den Methoden hat seine Drawbacks und man muss ein bisschen abwägen, was man haben will. Wir haben uns für uns entschieden, wir wollen das in der URL haben. Also den Vorteil, man sieht auf den ersten Blick, welche Version es ist. Man hat nicht die Problematik, herauszufinden, wenn es keine Version da ist. Das heißt, das hätte ich bei den Header. Was würde ich zurückgeben, wenn keine Version da ist? Die neueste? Gar keine? Die letzte? Die erste? Das heißt, es ist alles ein bisschen, es war ein Trade-off in Wahrheit. Man sollte das auf den ersten Blick erkennen und wir haben uns dafür entschieden, das auf URL-Level pro Modul zu machen. Das heißt, für Customer Accounts zum Beispiel, alles was unter Customer Accounts ist, ist versioniert. Genauso wäre es für Ordering und so weiter. So, dann schauen wir uns mal an, wie schaut der Prozess aus, wie rollen wir neue APIs aus, was tun wir dafür? Wir haben da im Gegensatz zur alten API, wo über diverse User Stories oder Kundenanforderungen neue APIs geschaffen wurden, haben wir für die neue einen definierten Prozess. Das heißt, das muss durch mehrere interne Reviews als auch Public Reviews durch,
um somit eine Konsistenz zwischen APIs herzustellen. Das heißt, beim internen Review geht es natürlich mehr um die technischen Anforderungen, nachdem wir das hauptsächlich Entwickler machen, beziehungsweise in unserer Abteilung beteiligten Stakeholder. Beim Public Review geht es darum, dass unsere Integratoren, beziehungsweise die Leute, die externe Stakeholder sind und aktiv nachher die APIs verwenden müssen, eingeladen werden, und um uns Feedback zu geben zu unserem API-Draft. Das heißt, Sie können sagen, das, was ihr da geschrieben habt, ist kompletter Schwachsinn, damit kann ich nichts anfangen. Sie können aber auch sagen, super, das ist voll cool und ich kann das super verwenden für meine Business Cases. Oder Sie können uns sagen, welche Gaps wir da haben. Also grundsätzlich ist da alles möglich. Sobald das durch ist, wird das in der nächsten Version als Public Beta mitreleased. Das heißt, die API steht zur Verfügung. Wir behalten uns in dem Fall aber noch vor, Changes an dieser API zu machen. Grundsätzlich nach der Public Beta, also diesem einen Major Release, gibt es ein Stable Release, und ab dem Zeitpunkt wird nichts mehr verändert an dieser API, außer Non-Breaking Changes. Und danach geht es über ins ganz normale Maintenance, das heißt, wenn wirklich Breaking Changes erforderlich sind, wird der Prozess von vorne gestartet und ich mache eine neue Version, die auch wieder durch diese Reviews durch muss. Grundsätzlich daneben gibt es noch ein paar General Improvements, wie zum Beispiel, wir haben definierte und komplette API-Guidelines, das heißt, wann wird was verwendet von HTTP, wie müssen Responses in gewisser Weise ausschauen, wie werden Fehler kommuniziert. Daneben gibt es auch noch für Entwickler ein eigenes Framework, das eben, wie gesagt, diese Entwicklersicht abdeckt und ihm ein gewisses Korsett gibt und ihm sagt, das darfst du verwenden, das kannst du verwenden, das darfst du gar nicht machen. Grundsätzlich kann er da aber jederzeit ausbrechen, wenn er weiß, was er tut, was hoffentlich der Fall ist meistens. Daneben, es wird im Gegensatz zur alten API, wird viel mehr Reviews von den APIs betrieben, das heißt, nicht ein Entwickler allein kann für sich selbst neue APIs entwickeln, sondern es muss wirklich durch andere Architekten oder Seniors reviewed werden. Darüber hinaus haben wir jetzt kaum mehr gescherte Komponenten zwischen den APIs. Das heißt, das verringert die Dependencies und den Fehlerfall, dass ich bei der einen API etwas hinzufüge und damit eine andere bricht. Hypermedia, wie vorher schon gesagt, das ist ein recht interessanter Punkt. Über den können wir gern nachher noch reden, wenn irgendwer Lust hat. aber Hypermedia haben wir in gewisser Weise sehr rudimentär eingebaut. Das heißt, nur die rudimentärsten Sachen, also Links zu anderen Ressourcen bzw. Pagination, aber jetzt nicht dieses volle Konstrukt, wie der Roy Fieldings beschrieben hätte. So, dann kommen wir ja schon zur letzten Slide. Also wenn ihr irgendwas von diesem Talk mitnehmt, dann bitte das erste oben, holt euch Feedback, wenn ihr APIs schreibt. So früh wie möglich, so oft wie möglich und am besten von vielen Leuten, vor allem diejenigen, die es nachher verwenden müssen. Damit kann man frühzeitig fehlerhafte APIs abdecken oder verhindern. Und ich kann es jedem empfehlen. Auch wenn es bei uns mehr organisatorischer Overhead ist, muss man sagen, ist so. Aber es bringt viel mehr Stabilität in die APIs. Dann das Zweite, das ist ein Punkt, der uns besonders aufgefallen ist. Wir haben natürlich das Phänomen gehabt, okay, wir fangen jetzt von Null an, eine API zu designen, und natürlich alle Techniker, oh, REST, yay, wir fangen von Null an und perfekte API. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, nein. REST hat coole Eigenschaften, aber eine reine puristische REST-API mitsamt Hypermedia ist recht schwer zu verwenden von den Clients. Das muss man ein bisschen im Auge behalten. Also was kann ich aus technischer Sicht alles abbilden und was kann der Client überhaupt verwenden? Da muss man ein bisschen zwischen Purismus und Pragmatismus abwägen. Ein weiterer Punkt ist, entwickelst die APIs für den Client und nicht als Interface fürs Backend. Das heißt, wenn mein Backend da ist und die REST-API muss nicht mein Backend widerspiegeln. Es soll für den Client verwendbar sein, aber. Der andere Punkt, Software entwickelt sich weiter. Eure APIs werden sich weiterentwickeln. Plant dafür. Es gibt, bei der alten API haben wir deutlich Probleme gehabt dadurch. Und versucht ein bisschen in die Zukunft zu schauen, von eurer Applikation, was wird in Zukunft passieren damit. Können meine APIs damit mithalten?
ja, die anderen zwei Punkte noch, versucht kleinere Payloads zu verwenden. Das hat uns sehr geholfen. Die sind übersichtlich, jeder kann auf einen Blick sehen, okay, das macht die Ressource, das bekomme ich dadurch. Und wenn wirklich die Anforderung ist, mein Client kann nicht so viele Requests machen, wie zum Beispiel bei Mobile-Applikationen oft der Fall ist, dann kann ich immer noch die Ressourcen zusammen aggregieren und ihm dadurch helfen. Es muss aber nicht unbedingt heißen, dass meine Backend so aufgebaut ist, dass es nur mit großen Payloads umgeht. Letzter Punkt, aufpassen mit Schemas, die geshared sind zwischen Ressourcen. Das kann zu recht vielen Problematiken führen, wenn sich ein Schema ändert für eine Ressource und die zweite Ressource automatisch abgedatet wird. Was bedeutet, ich muss jetzt entweder die zweite Ressource mit updaten und dieses Feld mit supporten, oder ich muss damit leben, dass da jetzt ein Feld drin ist, das nichts macht. Beides ist jetzt für einen Client unangenehm. Ich sehe, okay, da ist ein Feld dabei, wieso das verwende ich jetzt, und das tut aber nichts. Das ist eher suboptimal. Ja, und dann damit danke ich für eure Aufmerksamkeit. Ist das nach wie vor XML oder XML? Nein, wir haben... Nein. Die ja. Frage war, ob das Datenformat immer noch XML ist oder also auch XML und JSON jetzt unterstützt. Ne? Derzeit unterstützen wir nur JSON, weil es einfach aus unserer Vergangenheit gesagt hat, dass mit JSON jetzt leichter umzugehen ist und dass auch mehr von Kunden gewollt ist als XML. Aber wir haben unsere APIs so gebaut, dass jederzeit XML-Support dafür enabled werden kann und bestehende Modelle automatisch dafür bereitgestellt werden können. Ja, dann wolltest du... Achso, Entschuldigung, bitte. Es ist ein Vorteil herausgekommen, benutzt ihr auch in dem Kontext Microservices oder... Das ist ein guter Punkt. Ich sage einmal so, wir bewegen uns in die Richtung Microservices. Und das war genau einer von diesen Gedanken, die wir gehabt haben mit zukünftigen Technologie-Changes. Das heißt, wir wollten jetzt eine API bauen, die auch in Zukunft möglich ist. Und genau aus dem Grund haben wir schon gesagt, okay, diese APIs machen versioniert pro Modul mehr Sinn und da können wir leichter einfach das Modul nehmen und so als Service herausziehen. Das eigene Microservice verpacken in dem Sinn. Ja. Ja. Also, eine Frage noch. Bitte. Testen. Wo war Zugang zum Testen? Weil es nicht auf Unit-Testing-Ebene, ja, sondern eher auf System-Test-Ebene. Auf System-Test-Ebene? Entschuldigung. Also die Frage war, was ist unser Zugang zu Testing bezüglich System-Test, End-to-End-Test, Integrationstest? Grundsätzlich, jede API, die wir designen, im neuen Format, wird End-to-End getestet. Immer. Ausnahmslos. Problem dabei ist natürlich die klassische Thematik. End-to-End-Test, decken die Happy Paths ab, decken sie Error Cases ab, Case by Case, je nachdem, wie kritisch es ist. Also wir können nicht alle Cases abdecken, wir wollen so viel wie möglich abdecken. Aber Automatisiert. Ja, natürlich. Ja, ja. Also das ist definitiv so. Wir reden nur von automatisierten Tests. Genau, also wir haben verschiedene Teststrategien, also verschiedene Layer von Tests, natürlich von End-to-End-Tests über Integration-Tests bis hinunter zu den Unit-Tests sozusagen. Und je nachdem, wo was Sinn macht, schreiben wir Tests dafür natürlich. So, bitte. Eine kurze Frage. Wir hatten Sie erwähnt, dass die Authentifizierung sich mit den Statements ein bisschen beißt und dass OAuth nicht unbedingt die perfekte Lösung ist. Für was habt ihr euch da geschickt? Nein, wir sind derzeit, das ist nur in der Evaluierung bei uns, ich meine, derzeit schaut es so aus, wie wenn OAuth eigentlich schon die Lösung ist, die wir dort verwenden werden, weil das einerseits alle großen irgendwie verwenden, die APIs anbieten im Internet. Und wir haben derzeit noch nicht den konkreten Anwendungsfall, dass wir es jetzt sofort implementieren müssen. Wir haben derzeit eine normale, also eine simple Authentifizierung, die für uns so funktioniert, aber in Zukunft ist das sozusagen noch ein To-Do, das wir haben, uns das genauer anzuschauen, aber es wird in die Richtung von eher, also von OAuth 2 gehen sozusagen. Und eventuell JSON Web Tokens, aber das wissen wir halt noch nicht, wie gut das dann natürlich auch zusammenspielt, weil gerade Statelessness ist bei uns schwierig, weil wir, wie soll man sagen, das Autorisierungsmodell bei uns ist halt riesig. Und so einen riesigen String clientseitig abzuspeichern, ist nicht möglich mit den Browser-Einschränkungen, die man halt hat. Und da ist halt dann die Frage, was wir ändern müssen, dass es trotzdem funktioniert. Ja.
Okay, wenn es keine Fragen gibt, dann danke. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis aus dem Orga-Team von den Linux, sagen, bitte füllt diese Besucherumfrage aus. Wir werden versuchen, irgendwie fürs nächste Jahr dann die Dinge rauszunehmen und nächstes Jahr die Linux-Tage besser oder zu verbessern, basierend auf dem Feedback, den wir dort haben. Ja. Und falls es Fragen gibt zu Infonova, der Stand draußen oder sonst einfach bei uns nachfragen. Danke.